Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. Ach schön. Ah, schön. So, ich habe einige Dinge vorbereitet und zwar habe ich hier die Betäubungspfeile reingegeben aufgrund des Tierverlusts, des heftigen Tierverlusts. So. Dann würde ich gerne die Dinger hier fertig machen. Bevor ich aber Panik schiebe, würde ich gerne das Gefahrenbarometer wieder aufdrehen. Ah, schön. So, so. So, eigentlich fehlen nur noch Seile, genau. Da drüben ist Gorke. Haben wir nicht Seile? Moment. Ich zerleg das mal. Ah, nicht so weit. So. Und wenn ich Seile in da in einer Kiste hinter diesem Metalltor. Ein Seil und noch ein Seil. So. Holz, Fun-Element. Alles ist gut. So, dann drehen wir jetzt das Gefahrenbarometer auf. Repariert haben wir eigentlich alles. Eigentlich. So. Die Stöckchen können wir da mal reintun. Das ist eigentlich auch alles gut. Guck an. So, das Glashaus. Bam. Ja, super, läuft doch. So, dann würde ich sagen, wir räumen mal weg, was wir in der Pfote haben. Legen uns schon hin. Eigentlich, naja, von der Energie her sollte man eher was trinken. So. Einer ginge noch. Dann machen wir damit den hier. Speer ist durch. Da haben wir den hier und hier wieder ein paar Fasern. So, das ganze Holz ist da. Holleri und Hollera, genau. Dann räumen wir aus. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir für die... Naja, von da oben. So, für die... Haben wir die Windräder fertig gebaut? Oh ja, eine bunte Mischung. So, dann haben wir mal hier. Dann haben wir mal hier. Aufgrund unseres Alu-Vorrats, glaube ich, haben wir die Windräder fertig gebaut. Aber wir schauen noch mal kurz nach, bevor wir was anderes tun. Windräder. Ja, alle fertig. Alle fertig. Ja, super. So, Geräusch wird hoch, alles läuft, alles ist gut. Traurig ist halt das hier. Oh yeah. So. So, kümmere dich um die Beete, füll die Holzscheit. Joa. Das ist gut, dann legen wir uns mal hin. Das passt auch, super. So, wir legen uns hin, schlafen durch. Ah. Aber diesmal nur, bis die Ausdauer wieder voll ist. Das ist jetzt. Das ist drei. Oh, was für eine schöne Zeit, um aufzustehen. Gut. Ist zwar kein Wasser drin, aber Mike kommt schon wieder. Gut hat er das gemacht, Mike. So. Und jetzt bin ich echt gespannt. Ja, geh ganz gemütlich, Mike. Ganz gemütlich. Du mit deinen 91 Hunger. Und da läuft er. Die Frage nur, wohin? Okay. Gut macht er das, der Mike. Gut macht er das, der Mike. So. Wir brauchen... Ich überlege, ob wir das dann vorstellen. Darf ich vorstellen? So, da kommt nämlich die Küche hin. Küche. So, Konstruktion. Wände. Wir brauchen eine Wand. Wand. Das wäre auch witzig.
Oh, das machen wir. Oh, das machen wir. So. Da ist auf jeden Fall. Ah, da brauchen wir ganz viele Fenster in Wirklichkeit. So und so. Und dann kommt hier noch eine Wand rein. Na, da kommt eine. Da kommt. Oh, das wäre schön. Das wäre schön. Da kommt eine Wand. Sag mal, wo lagerst du jetzt noch? Ach, Steine! Okay. So, dann haben wir hier. Und eine Decke dran. Da könnte man sogar eine Glasdecke machen. Ach, schade. Das müssen wir oben machen. Okay. Dann hier nur die Wand mit dem Fensterchen. Passt so. So, und da auch eine Tür rein. Tür, Tür, Tür. Hier. So, wenn das zu ist, können wir dich um die Beete. Hat er sich denn um die Beete komplett gekümmert? Nö. Er hat sie gegossen. Ah ja, aber auch nicht. Naja. Naja. So. So, wir brauchen viele Brettchen in der Pfote. Wenn ich ein Huhn höre, laufe ich los. Aus Angst. So, Moment. Was wir noch brauchen? Ja, so passt's. Platzierbar? Lager? Ja, gerade ist es. Dann kommt das mal daher. Und das zweite kommt daneben. Ja. So, das darf er auch befüllen, wenn er Spaß dran hat. So. Wenn er keinen Spaß dran hat, muss er es natürlich nicht befüllen. Oh. So. Dann haben wir überall die Brettchen schon drinnen. So, da fehlen drei Brettchen. Drei Brettchen. Jetzt haben wir fünf, egal. Wo ist der Wagen eigentlich? Der steht doch unten in den Tieren. So. Ja, dann laufen wir ein bisschen rum. Oh, wir könnten diese Nahrung essen. Die da. Wahnsinn, die tut gut. Die tut wirklich gut. So. Ups. So, wenn wir die Wände aufgezogen haben, das wird die kleine Küche. Ja? Nicht unser zentraler Lagerraum, sondern die kleine Küche. Die wird richtig schön. Vielleicht werden wir später mal, wie sieht es denn mit Strom eigentlich? Super. Vielleicht werden wir später mal Küche größer, intensiver, was auch immer. Und vor allem will ich die Küche dann oben auch noch erweitern, vergrößern und so weiter. Ja. Mike? Ah, da. Gut. Danke, Mike. Sehr schön. So, dann wichtig, Deckel drauf. Decke. Falscher Decke. Hier ist die richtige Decke. Decke, Decke. So, da machen wir diese Decke. Ja. Alles vielleicht besser so.
die Wand möchte ich ja gerne mit Kühlschränken und Herd und so. Ja, Kühlschränke, Mehrzahl. So. Wir brauchen noch ein paar Brettchen. Dann werden wir gleich die Fenster hier einplanen. Ich weiß, es sind viele Fenster, aber wenn wir die jetzt nicht einplanen, werden wir sie später vielleicht nicht fertigstellen. Hehe. So. Und wir wollen sie ja später fertiggestellt haben. So. Was brauchen wir da noch? 3, 6. Eine kleine Mini-Küche. Die große Industrieküche kommt natürlich da hinten hin. Zur Taube. So, jetzt fehlen noch 3. So. Wunderbar. Dann hier die Treppe rein. Also, wir brauchen zuerst mal auch eine Tür. Holztür. Sehr schön. Dann brauchen wir hier eine Treppe. Na. So, 10 Stöckchen, 10 Nägel. Kein Problem. Ich glaube, das passt so. Wir nehmen einfach viele mit. Beide den Rest werfen nämlich gleich in die Fenster. So. Nägel brauchen wir dann natürlich auch hier. So, da haben wir was drin. 10 Stöckchen. Wow. So, da noch ein paar Stöckchen. Einer fehlt hier noch. Tatsächlich. Schlicht man das gleich um? Warum nicht? Ja, aber es ist notwendig. Was haben wir denn eigentlich auf der 2? Wir schauen gleich nach. Wenn wir dann nämlich das Aufwärthämmerchen haben, könnte man gleich Ziegel machen. Nö, haben wir nicht. Dann gibt es keine Ziegel, sondern wir nehmen davon genug mit. So. Jawohl. Jawohl. Da ist alles. Da haben wir 2. So. 3 Brettchen, komm, die holen wir gleich. Hm. 3 Brettchen, jawoll. So. Super. So, jetzt legen wir uns das ein bisschen in Hoffnung auf Stöckchen. Wo haben wir eigentlich Glas? Und wie viel brauchen wir? 2, 4, 5, also 25 Glas brauchen wir. So, da sind alle drin, da sind alle drin. Da sind alle drin, alle drin, alle drin. Yeah. Dankeschön. Hallo Mike. So, 25 Glas. Schauen wir mal. Glas. Aber da, nein. Aber da, nein. Okay, aber wir könnten gleich ziegeln gehen. Oh ja, ich weiß wieder, wo Glas war. Naja, 10 ist besser als keins. So, viel ist nicht übergeblieben. Ein paar Nägel für die Leiter. Wir haben keine Nägel über. Hm, schade. Bräuchten Nägel für die Gleiter, für die Leiter. Ja, das war gut. So, und jetzt noch 15.
Ist das... Nö, ist gar nicht zu viel. Das passt so. So. Dann werfen wir da mal rein. Wir brauchen sowieso Glasnachschub. Könnten wir eigentlich gleich anzünden auch. Oder? Ja, ich denke schon. Machen wir das gleich mal. Nein. Erst wenn alle befüllt sind. Da hätten wir 40 Glas. Aber wieder ein bisschen was auf Vorrat. So, drei. War da was drin? Nö. Nö. Da, eins, zwei, drei. Super. So, eins. Zwei. Drei. Vier. Wir tauschen aus gegen den Verwässerungshammer. So. Schnappen uns ein paar Ziegel. Weil die sind auch schon alle fertig. Die könnten wir auch alle mitnehmen. So, alleine vom Gewicht her sicherlich interessant. Bam. Ja, super. Exakt. So, das ist er. Oh, die Nägel. Okay. Brauchen wir noch ein paar? So. Wunderbar. So, Ziegel fertig. Die packen wir wieder zurück. Wunderbar, wir brauchen ein bisschen Zement. Ziegel können wir jetzt da reinpacken. So, Zement, einer geht noch. So, damit wir gleich den ordentlichen Boden in die Hütte bekommen. So, und Decke darf auch gleich ordentlich sein. Super. Da ist nicht viel Zement übergeblieben. Super. So, wir tauschen es wieder aus. Und jetzt müsste das restliche Glas fertig sein. Na bitte, na bitte. Bam. Lichtwert steigt nicht mehr weiter. Was aber nichts macht eigentlich. So. Ach, verdammt, die Nägel. Die Nägel. So, das restliche Glas kommt da wieder rein. So, das stapeln wir aber da unten. So, wir holen uns Nägel. Fünf Stück. Können wir da mal wieder irgendwas reinwerfen? Ich glaube nicht. So, wir schauen mal hier. 240, ja, ist viel, aber kommt da rein. Da hätten wir gleich ein bisschen Fragments. Bringen wir darüber. Füllen an. Habt ihr auch den Eindruck, jetzt läuft so richtig? Oh, mal gucken. So. Der Geräuschwert ist natürlich, aber wir bleiben bei unserem System. Ist natürlich echt gefährlich hier. Wir bleiben beim System. Die Zombies werden natürlich nie abgetreten. Natürlich nicht. So, das eine. Jetzt mal gleich wieder anzünden. Nein, wir haben die bisher in noch keiner Staffel, glaube ich, abgedreht. Noch nie. Und wir machen alles gemeinsam. Diese Art bleibt gleich. So. Und vom dritten können wir das auch gleich noch mitnehmen. Der will das auch. So. Wenn ich mich jetzt da herstelle, die ist, naja, da ist viel Platz noch drin. Hm. Wir müssen auf jeden Fall auch was trinken mal.
Also Huhn habe ich bisher noch keines gehört, aber wir standen noch nicht unten. So, Fragments, ich packe das in diese Kiste rein. Einfach nur, dass wir später auch Sand haben, weil wenn wir jetzt die andere Steinmühle ausräumen, da ist echt viel drin. Also enorm viel. Da. So, damit füllen wir das gleich mal an. Die andere ist... Oh, die ist noch nicht voll. Gut. Wobei, wir nehmen das mit. Das ist gleich fertig. Das können wir abwarten, oder? Ja. Da. Aber. Können die auch am Boden droppen einmal? Super. Dann sagen wir das hier. So. Oh, ist das viel? Ist das super? So, das getrocknete Eisen. Überall liegen die Barren rum. So, sehr schön. Einer wird noch fehlen. So, dann nehmen wir das hier. Moment, da liegt ein Stück von den Fragments. So, da haben wir den hier. Wunderbar. Dann haben wir den hier. Super. So, ich packe den Sand, den überschüssigen, da rein. Das Eisen kommt hierher. Jetzt müssen wir doch den Kasten da oben anfangen. So, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5. Für die Nigel. Für die Leiter. Denn nur mit der Leiter geht es weiter. So, super. Die Leiter basteln wir da gleich fertig. Das ist ein Schwein. Ich bin am Überlegen, ob wir es töten. Bei Huhn sehen wir hier... Nö, hinter. Da hinten läuft Mike. Das ist schön, dass der rumläuft. Egal. Oh, 9,5. Ich glaube, meine Lieben, wir werden gleich die Rohabe haben. Ah. Ah, so. Oh, das eine Glas können wir wegtun. So, Glas. Nigel. Die packen wir da mal rein. So, Sand ist voll. Da möchte ich gerne das. Und dann will ich einiges ablegen, damit wir vom Gewicht her einfach so rumlaufen können. Machen wir die Horde jetzt. Ich würde sagen, ja. So. Gleich ist es soweit. So, und den Rest löschen wir, weil da brauchen wir im Moment nicht noch mehr. Ja. Yeah. So. Aber wir haben nachgeholt. Wir haben Glas nachgeholt, nachgelegt. Alles ist gut. So, das Glas kommt da rein. Nein, da rein. Super, oder? So, essen. Yeah. So, dann würde ich mal dem Mike nach, dem Guten. Vielleicht nehmen wir vorher noch ein Health Pack und trinken noch einen Schluck. Ist doch gut. Die Miniküche. Der schnelle Versorgungsraum. Ah. Oh.
Und Mike mittendrin. Und Mike mittendrin. So. Jungs. Wieso wir immer zwei Horden haben, weiß ich auch nicht. Und irgendwo klopfen sie noch. So, wir machen da mal zu. Oh, schön. Wenigstens ein schönes großes Health Pack, aber das ist gar nicht okay. Irgendwo da oben. Wo klopfen die da? Das Metalltor hat Schaden genommen. Aber ich glaube nicht jetzt. Das ist schon etwas länger her. Die sind gar nicht angegriffen worden. Da müssen wir erneuern. Klopft der oben? Er kann doch nicht oben sein. Wie soll der raufgekommen sein? Mike? Das ist die einzige Möglichkeit. Mike hat ihn raufgelassen. Was? Okay. Da hat aber jemand ein schönes Loch gerissen. Okay, wir stellen uns mal hier. Mike kommt schon. Ah, Steinfeld kommt. Ja, das ist gut, das ist sehr gut. Und wo ist der eine jetzt? Mike, wo ist er? Okay. So, als erstes packen wir das weg. Wir nehmen das Reparaturteil. Dann füllen wir uns mal das an. Dann das. Was bräuchte man noch? Bretter bräuchte man, glaube ich, noch. Ich packe auch das ein. So, zur Reparatur ein paar Bretter. Immer da. Ein paar Stückchen. Ja. Von denen brauchen wir ja nicht so viele. So, also da haben sie ein bisschen was zerlegt. Aber aus meiner Sicht gar nicht so extrem. Also an dem Teil hier. Da drüben natürlich schon. Also da vorne die Second Line of Defense ist weg. So weit sind die gar nicht gekommen. Großartig. Ich will das Stöckchen. Okay. Betonzaun. Holztor. Keine Schäden genommen. Der Stacheldrahtzaun auch nicht. Okay. Da. Da glaube ich, ist was geschehen. So. Sonstiges, das werden wir gleich neu aufrichten. Errichten, beziehungsweise neu reinsetzen. So. So, das muss mal reichen. Vorerst mal. So, und dann hier Second Line of Defense. Hier. Ach, ist schon außerhalb. Okay. So. Dann haben wir hier. So, die drei. Und wenn wir schon übertreiben, könnte man. Nein, kann man nicht. Doch, da. Da war es kurz.
So, packen wir alles wieder weg. Ja, zumindest den Reparaturhammer. Da bin ich doch etwas überrascht. So, hier. Nö, alles gut. Hin in die Pfote. Ja, warum nicht? So, erste Hilfe, super. Wir stoppen wieder auf. Das kommt weg, das kommt nach, das kommt weg. Wir haben keinen Bedarf mehr an Beton. Oh, Eisen Fragments. Seile packen wir da. Oh, ein Schaf. Ja, wäre auch schön jetzt ein Schaf, aber hm. So, die Küche. Zumindest mal das Gebäude ist fertig. Das ist doch gut. So, hier wollten wir löschen. Und hier wollten wir löschen. So, die Hölzer nehmen wir wieder mit runter wegen der Reparatur. Dann haben wir diese Steinpfeile. Die sind irgendwo anders. Ich glaube da oder da. Haben wir mal das hier. Oh ja. Das Alu können wir da gleich dazulegen. Alu. So, wir brauchen ein paar Fragments. Die holen wir uns gleich von drüben. Die Kiste befüllen wir ganz. Wahnsinn, oder? Wir haben... Kaum ist die Horde vorbei, ist der Lichtwert schon wieder, der Geräuschwert schon wieder fast so hoch, dass die nächste Horde kommt. Wahnsinn. Danke, Mike. Leert mir Steine über die Schulter. Ist gut. So. Super. Sand weg, Fragments mit. Oh, das hätte ich nicht tun sollen. Egal, wir brauchen die Fragments hier unten. So, auf geht's. Ja, ich glaube, das passt so. Eine Ziege. Eine Ziege. So, ich würde sagen, wir schießen die Ziege mal an. Sehr schön. Ist genau neben dem Wagen. So, und wir haben unsere erste Ziege wieder, das erste Tierchen. Aber ich will mich zentral nicht um die Tiere jetzt kümmern. Natürlich ist das bedauerlich gewesen, der Unfall. Der Unfall mit dem Nichtfüttern. So. Ist da noch eine? Sag mal. Ich wollte eigentlich die Zäune fertig machen mit euch. Okay. So, Seile mit. Da ist doch noch eine Ziege. Irgendwo war noch eine. Egal. Ah, es wird mir keine Ruhe lassen, befürchte ich. So, heute. Da sind überall schon Stöcke drin. Wir holen die aber von drinnen. So. Na bitte. Nein, ist keine Ziege, ist ein Schaf. So,
das Hämmerchen. Einmal, zweimal, dreimal und sie sind weg. So, wir holen von drinnen noch ein paar Fragments, die wir haben. Nein, das eher nicht. So, das sind alle Fragments. Zumindest die, die wir da in der Kiste haben. Yeah. Yeah. So. Ja. Meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.